Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Ja, direkt nach dem DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli ging es für unsere Elf schnell weiter. Am Mittwochabend war die Mannschaft beim VfB Stuttgart 2 gefordert. Und auch wenn das Pokalspiel viel abverlangt hat, hat unsere Elf wirklich nochmal eine richtig gute Laufleistung gezeigt. War gut in den Zweikämpfen drin, hat wirklich viel geackert, aber Punkte gab es dafür trotzdem nicht. Am Ende unterliegt unsere Mannschaft mit 1:2 in Stuttgart. Till Hust hat sich mit Spielern und Trainer unterhalten. Ja, Horst, 90 Minuten intensiver Fußball in Stuttgart, am Ende 1:2 verloren. Ist das ein Ergebnis, was heute den Spielverlauf eigentlich gar nicht widerspiegelt? Doch, zum Teil, sagen wir mal so. Ja, wir hatten gerade erste Halbzeit hatten wir schon sehr viel vom Spiel, kamen immer wieder auch in den Rücken der Abwehr, ohne dass wir dann den letzten Pass gefunden haben. Das war sicher das Problem, haben dann über Standardsituationen nicht die Torgefahr gehabt, die wir zuletzt hatten. Dementsprechend ja, war das dann schon schwierig, kriegen 0-1, wo ich sage, ja, dann haben wir uns berappelt, machen dann relativ schnell den Ausgleich und hatten dann einfach auch wieder das Spiel ja, in unsere Richtung. Und dann, ich sag mal so, ab der 65. wurde es ein offener Schlagabtausch, wo wir dann auch über Konter anfällig waren und nicht stark genug in der Kontersicherung waren. Und dann haben die schnellen Stuttgarter Spieler eben auch dafür gesorgt, dass wir unsere Probleme im Verteidigen hatten. Ja, und ja, dann musst du dann irgendwann mit einem Unentschieden leben und das mitnehmen. Und wir haben weiter versucht, auch den Siegtreffer zu erzielen, was ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber in der Phase, wo wir waren, war es doch eher so, dass ich sage, so, lass uns einigermaßen Kontersicherung haben und das 1-1 dann mit nach Hause nehmen, das wäre dann auch ein gutes Ergebnis gewesen. Du hattest ja heute noch mal ein bisschen umgestellt. Was war so dein Plan für das Spiel heute? Ja, es ist so, dass das Spiel gegen St. Pauli schon eine Menge Körner gekostet hat und wir einen Kader haben, wo ich sage, da sind Jungs aus dem letzten Jahr, die Stammspieler waren, die auch brennen und jederzeit zur Verfügung stehen und die Frische haben. Dementsprechend hatten wir das als Idee und ja, das haben sie auch überwiegend ganz ordentlich gemacht, aber Spielverlauf war eben dann blöd und wenn man dann noch einen Elfmeter kurz vor Schluss eben bekommen, dann wird es auch schwer, das Ding noch zu drehen. Wir hatten auch 2-3 Situationen noch, um selber in Führung zu gehen, aber eben auch eine Menge Kontersituationen, wo der Gegner Chancen hatte und Räume hatte. Englische Wochen sind körperlich natürlich anstrengend. Ist es trotzdem gut, dass man jetzt Samstag mit dem Heimspiel gegen Schott Mainz vielleicht den Bogen wieder umdrehen kann? Ja, jetzt geht es darum, dass wirklich wir uns erholen. Das ist ein Frusterlebnis, was wir heute haben. Und wir müssen reif genug sein, das Erlebnis eben abzuhaken und wieder genau genug und gut genug zu arbeiten. Wir haben gemerkt, dass jedes Spiel anspruchsvoll sein wird für uns. Stuttgart hat es gut gespielt, muss man ganz klar anerkennen. Und dementsprechend ist jedes Spiel von kleinen Situationen abhängig. Und wir haben die Situation heute nicht für uns genutzt. Danke, Horst. Gerne. Ja, Luca, du hast nach dem 2:1 in Stuttgart direkt zur Mannschaft gesagt, Jungs, es muss weitergehen. Ist das auch die Einstellung, die jetzt gefragt ist? Ja, auf jeden Fall. Also Samstag haben wir wieder die Möglichkeit, es besser zu machen. Ja, heute können wir uns einfach nur in den Arsch beißen, weil ich glaube, wir haben das Spiel beherrscht. Wir sind 20 Mal außen durchgekommen, haben niemanden in der Mitte gefunden. Ja, verschulden so dumme Elfmeter, lassen so dumme Gegentore zu und dann, ja, es wird keine schöne Rückfahrt. Ich hatte nach dem Spiel gegen Pauli heute auch das Gefühl, dass ihr unheimlich präsent auf dem Platz seid. Hast du das auch so gesehen? Ja, auf jeden Fall. Die Stimmung war da. Wir waren giftig, griffig in den Zweikämpfen. Wir haben das Spiel dominiert. Wir hatten immer wieder gute Möglichkeiten, den Ball vors Tor zu bringen. Haben leider keinen Abnehmer gefunden. Und ja, ist sehr, sehr bitter. Was gilt es für Samstag gegen Mainz zu ändern? Ja, dass wir in der Mitte besser gestaffelt sind, dass wir die Männer finden und ja, am besten mal in Führung gehen dann. Danke, Luca. Ja, Frankie, du kannst einem heute nach dem Spiel echt leid tun. Du hast unheimlich starke Partie gezeigt, unheimlich viele starke Bälle gehalten. Dennoch verliert die Mannschaft am Ende leider mit 2:1. Wie würdest du diesen Abend bilanzieren? Ja, zunächst einmal tut es unfassbar weh. Wir haben eine gute Spielkontrolle eigentlich gehabt, haben uns viele tolle Torchancen herausgearbeitet bzw. über außen gut durchgekommen, aber finden dann oftmals den letzten Pass nicht. Wobei auch zweite Halbzeit wir die eine oder andere Kopfballchance dann hatten, wo wir ein Tor machen müssen, kaltschnäuzig sein müssen. Allerdings müssen wir auch fairerweise sagen, haben wir dem Gegner viel zu viele Chancen zugelassen. Da müssen wir in die Analyse gehen, woran das lag. Dann auch noch 2 Elfmeter gegen uns, einen verschießen sie zum Glück, der zweite dann nicht mehr.
jetzt direkt nach dem Spiel viel dazu zu sagen, ist echt schwer, weil die Niederlage heute tut unfassbar weh. Aber wir haben nicht lange Zeit zu trauern. Wir haben schon am Wochenende das nächste Spiel vor der Brust. Da müssen wir es besser machen, müssen uns straffen, müssen das Positive aus dem Spiel mitnehmen, das Negative abstellen und positiv dann nach vorne blicken. Aber für den Moment und ich glaube auch die Rückfahrt, die wird erstmal schmerzhaft. Ich wollte gerade fragen, kann man sich heute überhaupt irgendeinen Vorwurf machen? Weil die Mannschaft hat eigentlich unheimlich präsent gestanden, hat immer wieder die Wege nach vorne gesucht. Wie würdest du das beurteilen? Ja, läuferisch, kämpferisch haben wir eine super Partie gemacht, auch spielerisch. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Ein Tick aggressiver. Erste Halbzeit hätte man noch sein können, war in der zweiten Halbzeit dann besser. Aber ja, einen großen Vorwurf natürlich nicht. Dennoch sind auch Fehler passiert, sonst verlierst du hier nicht 2-1. Und die müssen wir analysieren, abstellen und ja, trotzdem die Brust draußen lassen. Ich weiß, es wird wahrscheinlich schon der ein oder andere Kritik schon wieder losgehen, aber da müssen wir drüber stehen. Die Saison ist noch lang. Wir müssen die Nerven bewahren, die Ruhe bewahren, das Positive mitnehmen. Und wir werden am Wochenende dann Gas geben und 3 Punkte holen. Danke dir.